Mal verprügelt wurde. Ganz arg. Und zwar in der Mädchenmittelschule hat es damals geheißen. Ja. Und zwar habe ich nicht aufgepasst. Er hat mich was gefragt und ich habe es nicht gewusst. Und dann ist er auf mich los und hat mich also so auf mich reingepritscht. Ja. Und ich bin natürlich heulend heim. Mein Vater hat gesagt, noch gar nicht nein und beschwer mich. Dann sage ich, um Gottes Willen, der Rektor ist Ortsgruppenleiter in der Uniform und der ist auch in der Partei. Also da habe ich gar keine Chance, dann muss ich es nachher umso mehr büßen. Ja, oder? Lebt ihr noch? Ja, der ist schon lange tot. Das war ein alter Mann. Da Hat er war Glück also gehabt? eine Handarbeitslehrerin, Tante Berta, haben wir zu der gesagt. Und da musste man stricken lernen. Und dann hat man also zusammen gestrickt, also am Strumpf das Käpple. Und da muss man also gemeinsam sprechen und dann das stricken. Drei Maschen links, eine Masche rechts, zwei Maschen zusammenstricken. Und jeweils das machen. Und ich habe solche Angst gehabt und habe so zittert, dass mir die Maschen runtergefallen sind. Und dann kommst du nicht mehr mit, wenn nur die nächste Reihe gestrickt wird. Und dann ist die gekommen mit ihrem Patschen und hat auf der Rücke gepatscht. Ja. Und da war also die Handarbeit war meine schlimmste Stunde. Da habe ich regelrecht Angst davor gehabt. Aber heute. Aber was? Heute ist kein Problem mehr. Gut.